Miami, Dubai, Kroatien, das sind nur drei Orte, an denen Multimillionär Chris Tomic zu Hause ist. Der Deutsche ist seit 20 Jahren im Computerbusiness erfolgreich. Ein Leben im absoluten Luxus. Aber auch er musste auf dem Weg nach oben ordentlich einstecken. Pleite, Zusammenbruch, Krankenhaus. Wie er es daraus geschafft hat, wir haben ihn besucht. Tanja Geib-Wodok und Falk Happe. Standesgemäß rollt Selfmade-Millionär Chris Tomic im Lamborghini an. Und sein Termin hier in der Beauty-Klinik mitten im spanischen Nobelort Marbella ist auch nicht von schlechten Eltern. Für den Workaholic gibt es einen speziell abgestimmten Vitamin-Cocktail, und zwar intravenös. Ich sehe meinen Körper und meinen Geist als Formel-1-Wagen. Sagen wir mal so, andere sind happy, wenn die Diesel tanken. Ich brauche Kerosin. Ja. Ein Leben auf der Überholspur. Aber Chris Tomic, den IT-Geschäfte zum Millionär gemacht haben, musste als Unternehmer auch schon herbe Niederlagen einstecken. Ich war auch im Krankenhaus. Ich war wirklich durch den Stress, den ich hatte, linksseitig gelähmt. Ich konnte nichts machen. Ja, und ich musste mich langsam erst mal wieder fangen. Das war schon hart, ja. Wie sich Chris Tomic da wieder rauskämpfte und was er von seinem Leben noch erwartet. Aktuell ist Chris Tomic Herr über 16 Firmen, beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter. Ein Riesenerfolg. Aber wenn der 42-Jährige darüber spricht, klingt es schon fast beiläufig. Ich liebe ja alles, was mit IT zu tun hat. Und das ist das, wo wir im Endeffekt das meiste Business haben. Ja? Ich habe noch andere Firmen, die ich investiert habe vor einiger Zeit, die Gott sei Dank auch relativ gut funktionieren. Aber ich lebe halt für den Computer, für den Computerbereich. Über sein Vermögen hält er sich bedeckt, doch er investiert in ziemlich üppige Immobilien, die die deutsche Maklerin Rebecca Kratz für ihn vermieten soll. Die zwei kennen sich seit 15 Jahren. Wie viel Schlafzimmer das? Das weiß ich ja nicht. Ich glaube so 8 oder 10. Ja, ich habe das noch nicht alles gecheckt. Okay, hier, ja. Okay. Also das ist so ein großes Teil, da muss man erst mal Marathon durchlaufen. Mit seiner Lebensgefährtin Anna ist er ständig in der ganzen Welt unterwegs. Da macht es für Chris natürlich Sinn, zwischendurch ein bisschen zu vermieten. Alle 2 Monate ändern wir eigentlich praktisch den Wohnsitz. Also ich habe Wohnungen in Miami, in Kroatien, in Dubai und in Marbella. Anna verwaltet alle Immobilien, auch die hier. Ob sie Rebecca dafür begeistern kann? Nichts einzuwenden. Ich meine, es ist nicht jedem sein Geschmack. Nee, das ist schon besonders. Ja, für Hochzeiten, Fotoshootings oder Events ist dieser Palast direkt am Meer wirklich perfekt. Und die nächste Immobilie wartet auch schon. Der erste Step ist, wir bauen ja nicht weit von hier ein Haus für uns, das auch am Wasser sein wird. Und das wird jetzt noch etwas dauern. Und dann werden wir mal schauen, was passiert. Ja. Aber bis hierhin war es ein weiter Weg. Denn am Anfang musste Chris Tomic ziemlich viel Lehrgeld zahlen. Mit seiner ersten Firma ging er zu blauäugig um. Ich war gerade 24 und ich war halt nie ein Manager. Gerade in dem Alter, dann versteht man das auch nicht, was um einen herum passiert. Und ich habe leider den falschen Leuten vertraut. Es war meine Firma, die ich unbewusst anderen Menschen in die Hand gegeben habe. Und plötzlich war alles weg. Doch aufgeben ist nicht die Sache von Chris Tomic. Er kämpfte sich wieder hoch und hat offensichtlich aus seinen Fehlern gelernt. Und natürlich hat er weiter ehrgeizige Ziele. Für mich ist das Geld eigentlich eher zweitrangig, verrückte und phänomenal gute Sachen zu entwickeln. Ja, und das ist das, was mich antreibt. Also wir entwickeln Technologien, die oftmals auch die Welt verändern. Und er hat es offensichtlich nicht mehr nötig, etwas zu tun, was ihm keinen Spaß macht, zu Lande und zu Wasser.